Willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Letztes Mal haben wir uns durch die Stockwerke gekämpft und die Shinra-Besprechung belauscht. Und heute verlassen wir den Luftschacht wieder und schauen, ob wir weiter raufkommen in den Stockwerken. Irgendwie ist das etwas durchgeblitzt von einem Plan von Neo Midgard und einem Testsubjekt und 120 Jahren. Das macht jetzt momentan alles noch wenig Sinn. Wir hoffen aber, dass das irgendwann einmal aufgeklärt wird. Oh, da ist der Typ mit dem weißen Mantel. Ich glaube, dem sollten wir mal nachspionieren, nachdem uns das Spiel schon so dezent darauf hinweist. In dieser Etage führen übrigens keine Aufzüge mehr, das heißt nur mehr ganz oben wieder kann man in den Aufzug steigen. Also 66, 67 und 68 sind quasi vom Aufzug abgesperrt. Wissenschaftliche Abteilung. Ich glaube schon, dass wir den schon mal gesehen haben. Aber egal. So, und hier geht's. Muss ich jetzt wirklich wieder mal etwas offscreen machen, also meine Sachen stehlen. Und wenn ich fertig bin, dann sehen wir uns wieder. So, wir haben endlich unsere Items. Und zwar habe ich mir besorgt für Cloud eine neue Waffe, die Hartklinge, die ungefähr doppelt so stark ist wie alle Schwerter, die man zu dem Zeitpunkt haben kann. Und als Rüstungsgegenstände noch für jeden, also insgesamt drei Kohlereife. Die Kohlereife kann man stehlen von den Mottenschlägern, glaube ich, heißen die. Das sind so Roboter, die auf so Bällen mit Stacheln rumrollen. Und die Hartgänge kann man von den Soldat 3A stehlen, also das sind ganz normale Soldaten offenbar. Wie wir einmal waren, allerdings. So, ich werde das gleich koppeln. Das Tolle an dem Kohlereif ist, dass er drei so wieder Einkerbungen für Substanzen hat und zwei davon sogar verlinkt sind. Und das Element, das sehen wir uns noch auf das Element. Das brauchen wir später noch. Und wir gehen hier weiter. Da ist wieder unser Mann mit dem weißen Kittel, dieser Hojo-Typ. Und da verstecken wir uns schon hinter der Kiste. Oh toll, ein wissenschaftliches Experiment, juhu! Was will dieser Hojo-Typ da machen, genau? Was ist das für ein Löwe, Tiger, Wolf, Purr, was auch immer. Guchiku-chiku. Na, jetzt will ich das hoffen, dass das Subjekt für ein Experiment benutzt wird. Das wäre sinnlos sonst. Oh, warum ist die Musik jetzt aus? Aha. Das ist ein Kopf ohne. Ah, ein Körper ohne Kopf. Was soll die Scheiße hier? Da bekomme ich gleich Kopfweh. Ah, Cloud ist da etwas sensibel drauf, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir weitergehen. Dieses Jinhofer-Zeugs-Ding wird uns sicher noch einmal begegnen. Wir können hier nach hinten.
hinter die Kisten. Und hier ist noch eine Schatzkiste. Und da gibt es eine Gift-Substanz. Und hier werden wir die gleich mal ausrüsten. Und zwar bekommt die... Kommt tiefer hier Element und Gift. Und Blitz lassen wir hier... Ah, wir nehmen hier... Wir geben hier das Feuer von Barrett. Und Barrett bekommt hier Blitz und Erkennen. Der ist nicht, das ist, was er drinnen hat, ist nicht so wirklich wichtig. Wir müssen auch noch schauen, dass er gehört aus den Sternenhänger. Wichtig ist, dass Tifa hier jetzt in ihrer Rüstung Gift und Element gekoppelt hat. Also in zwei gekoppelten Einkerbungen. Aber wir werden hier noch das Feuer rauflegen. Und vielleicht geben wir Cloud noch das Eis. Die vernehmen uns das Blitz. So. Warum genau es wichtig ist, gegen Gift gewappnet zu sein, werden wir bald sehen. Ich gehe hier noch vor kurz mal speichern. So, ich habe nicht nur gespeichert jetzt, sondern auch noch Cloud und Tifa in Aether eingeschoben, damit ich wieder volles Mana habe. Oh, da liegt Eris im Container drinnen. Ja, das glaube ich auch. Was? Also manche Dialoge sind wirklich schlecht übersetzt. Ich glaube, sie wollten damit eigentlich was anderes sagen. Das Subjekt reinbringen. Meint er den Löwen von da unten? Oh. Oh, das ist aber nicht so toll. Was ist das jetzt? Ein römisch angehauchter Gladiatorenkampf? Ja, Hilfe, Hilfe, würde ich da auch schreien. Ja, was machst du da? Ja. Wieso willst du da Experimente durchführen mit normalen Menschen? Ist das nicht irgendwie gesetzlich verboten? Achso, ich vergaß. Shinra hält sich ja nicht an Gesetze. Sprengt auch ganze Stadtteile in die Luft, also. Was kümmern das die Menschenexperimente? Ich glaube, das war nicht so toll von Barrett, dass er jetzt auf die Kammer geschossen hat. Oh! Okay, das Subjekt mag offenbar seinen wissenschaftlichen Leiter eher weniger. Schnell raus hier, würde ich mal sagen. Ab durch die Mitte. Oh shit. Was kommt da jetzt rauf? Ja, das ist nicht so toll. Oh, der Löwe kann reden! Ja, später ist eine gute Idee. Okay. Barrett kümmert sich um Tifa und... Ah, Barrett kümmert sich um Eris. Und Tifa und das, der komische Löwe... Wir kümmern uns um das komische Subjekt, das hier raufkommt. Und was genau dieses Subjekt ist und wie wir es besiegen werden, sehen wir alles das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy VII. Bis dahin, viel Spaß!